Hallo Freunde und willkommen zurück zu Lego Harry Potter. Ich habe mich in der Zwischenzeit, beziehungsweise zwischen der letzten Folge und dieser mal kurz umgeguckt, habe hier ein paar Bücher aus dem Regal schießen können, hier rechts, und die sind nicht zurückgeflattert. Deshalb gucken wir mal, was passiert, wenn wir die wieder einsetzen, außer dass wir scheinbar dafür Stats kriegen. Toll. Eine ganze Idee im Eimer. Ja. Okay, Harry kommt da so nicht hoch. Ich bin maximal verwirrt. Die Bücher fliegen dann auch wieder zurück. Irgendwo muss doch dieses Eis sein. Wir können mal da hinten gucken. Was passiert mit dem Buch? Das geht einfach nur fliegen. Das konnten wir noch kaputt machen. Toll. Brachte uns richtig viel. Harry ist zu doof, da drauf zu springen gerade. So, die Bücher hier flatterten ja auch wieder zurück. Die bleiben einfach liegen. Dahinter ist was, aber das kriegen wir nicht kaputt. Ich bin minimalst verwirrt gerade. Läuft ja gut heute. Zumindest kriegen wir Stats. Was haben wir denn noch nicht ausprobiert? Irgendwie muss es ja eigentlich da oben sein. Ich gehe da nochmal hin. Hier oben ist ja scheinbar zumindest... Ach so, guck mal, hier kann man was machen. Oh lol, das soll eine Eiswand sein. Toll. Na super, sag doch, dass das so einfach ist. Ich bin manchmal echt ein bisschen doof. So. Okay, explosiver Trank. Interessant. So. Oh, wir müssen aufpassen, dass wir nicht dem guten Mister vor die Kamera bzw. die Lampe laufen, denke ich mal. Hätte ich gesagt den Namen des Hausmeisters vergessen. Muss ich ja zugeben. Weiß nur, dass er ein ziemlich unfreundlicher Mensch war. Wie muss man die... Ah, ich wollte gerade sagen, man muss die Leiter doch irgendwie verschieben können. Sonst kommt man doch nicht an diesen Stat ran. Achso, okay, den müssen wir so dabei tragen. Wie bist du ein bisschen doof? Dankeschön. Warum auch immer er gerade die anderen nicht aufnehmen wollte, aber ich werde kurz vorher nochmal eben die beiden hier aktivieren. Weil 5 von 6 und 6 von 6, ne? So. Das dürfte ja wohl ein Wappenzeichen geben. Das ist ein Wappenteil. mehr dran. Schade. Schade, schade. Okay, wir müssen da hinten dieses, na, in Anführungszeichen Türrätsel lösen. Bräuchten wir später wieder einen Kobold, beziehungsweise, ja doch, ich glaube es waren Kobolde. Halt so ein Typen, der uns Schlösser aufschließen kann. So. Vorher aber erst, bevor wir uns den Schlüssel nehmen. Okay. Den Büchern geht's scheinbar. Ja, kann sagen. So, dass mit denen jetzt nicht geht. Sahen viel zu verdächtig aus dafür. So, weg mit dem Mantel. Naja. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Oh. Hat funktioniert. Wir müssen hier wieder was mit Kratze machen. Das ist gut zu wissen. So. Einen Moment. So. Ich hoffe. So. Dann schnappen wir uns den Start hier. Wieso können wir eigentlich nichts mit diesen Tischen machen? Mit den Stühlen machen? Das sind ganz klar Tische, definitiv. So, bevor wir Kratze losschicken. Nein, nein, Harry. Gucken wir uns natürlich hier erst noch in Ruhe um. Ich will ja schließlich versuchen, zumindest wahrer Zauberer zu werden. Das können wir mal aufmachen. Meines Stats. Sonst noch irgendwas? Nein, okay. So, du lässt einmal die Kratze frei. Das ist das für uns. Und müssen wir zum Runterwerfen. So, Türe auf. Nächster Levelbereich. Okay, hier sind wieder Geister. Tut der uns was? Nö. Interessant. Okay, wir müssen die Spinnen also aus ihren Netzen vertreiben. Das kriegen wir hin. So, da brauchen wir gleich Lumos einmal für. Müssen wir nur noch wissen, da ist das dritte Netz. Ah. Das nächste Wappenstück. So, mit dem Ding können wir nicht interagieren. Das Ganze nur für ein paar Stats, okay. Ups. Ich bin jetzt gerade selber geblendet. Ah, die Lady. Die Lady hilft uns ja hoffentlich. Ach so. Oho. Der Spiegel. Sollte das der Geist unserer Mutter sein? Das war's schon mit dem Level? Okay. Da haben wir aber mächtig viele Stats. Mächtig viele Stats nicht gekriegt. Auch 61%. Okay, das ist bitter. Und, also ich habe keinen Jungen in Gefahr gesehen. Das wundert mich ein bisschen. So. Dann gucken wir mal, dass wir mal weiterkommen. 1 von 9. Da bestimmt auch wieder einen goldenen Stein für. Gucken wir mal, ob wir... Wobei mittlerweile können wir das immer noch nicht... Da hatten wir beim letzten Mal schon geguckt. Da brauche ich jetzt eigentlich gar nicht rumprobieren. Was lernen wir denn jetzt? Lernen wir jetzt irgendwas? Hier müsste es lang gehen. Ne, okay. Es sollte ein da lang sein. Wo geht's denn jetzt lang? Ach, kriegen wir jetzt Unterricht mit Tierchen? Oder was wird jetzt? Oder wieder Quidditch? Wäre ja... Du bist neu. Achso, wir können die Dinger jetzt damit sauber machen. Was auch immer uns das bringt. Wahrscheinlich ganz viele Stats. Und dann können wir die danach aufeinandersetzen oder sowas. Das ist jetzt meine Vermutung. So, noch mehr Stats. Ich bin verwirrt. Aber gut, wir sollen zu Hagrid. Dann gehen wir auch mal zu Hagrid. Was hat der gute Herr denn für uns? Oh. Ein Einhorn. Oh. Ach, wir müssen jetzt unsere Strafe absitzen. Bin ich mal gespannt. Oh Mann. Harry und Draco. Ah, okay. Wir dürfen sogar als Hund spielen. Ich weiß nicht mehr, wie der Hund heißt, aber der hatte bestimmt einen Namen. Ich mach dich platt. So, wir müssen Harry natürlich aus der Gefahr helfen. Und Wingardium Leviosa. Damit mir die Viecher hier mal nicht auf den Keks gehen. Die geben alle Herzen. Okay. befreien wir mal den Jungen aus Gefahr. Und dann buddeln wir doch mal. Das gedrückt halten. Und passt das, okay. Wir haben viel zu tun. Würde ich sagen. So, erstmal hier aufräumen. Alles, wo wir Wingardium Leviosa nutzen können, nutzen wir Wingardium Leviosa. Zwischendurch hauen wir mal Lumos rein. So, hier ist nochmal. So, da haben wir unser Leben wieder. Oder auch nicht. Das sind einiges an Blättern. Dankeschön. Jetzt haben wir aber unser Leben zurück. Noch mehr rumzuppen. Noch mehr muss das sein. Ja, ich glaube, man muss relativ gründlich sein für den wahren Zauberer. Das könnte ein bisschen anstrengend werden. Es zieht demnach auch immer die Level so in die Länge. Das ist ein bisschen doof. Okay, wir brauchen diese komischen Blumen. Hier denke ich mal, ja, machen wir uns wieder eine Regenwolke draus. Da ist die Blume doch direkt glücklich zu der Baum. So, und lässt uns schön hier hochkrabbeln. So. Die Frage ist, wie kommt der Hund da hoch? Ach, der Hund kann Leitern klettern. Ja, nee, ist klar. Okay. Dann habe ich nicht gefragt, wie der Hund da hochkommt. Wenn der Hund natürlich Leitern klettern kann, ist das alles kein Thema. Okay. Was auch immer ihr für komische Kollegen wart. So, meine ganzen Stats. Danke, tschüss. Haben wir da noch einmal was für Lumos? Ein Maulwurf. Interessant. Halt, stopp. Ach, und hier sind diese, das silberne Blut des Einhorns. Nett versteckt, dass mir das vorher nicht aufgefallen ist. Okay, ich habe da auch ehrlich gesagt nicht groß drauf geachtet, muss ich zugeben. So, 2 der 3 Blumen haben wir schon mal. Das ist doch schön. 1. Weg. Hagrid. Töte die Wespe, Biene, was auch immer du. Das war. Tschüss, komischer Maulwurfskäfer. Sekretär mit der riesen Armbrust rumrennt, ne? Das wäre mir damals dann auch nicht so geheuer gewesen. So, was auch immer da gerade uns das gegeben hat. Ich beschwere mich nicht drüber. So, dann jetzt ein Stats. So, hier haben wir nochmal irgendwas, was wir aktuell noch nicht mit interagieren können. Hier können wir ganz viel kaputt machen. Ganz viel kaputt machen. Okay. Möwe. So, und vor allem natürlich hier die dritte Blume. Mein Bauteil. natürlich cool, wenn man so einen zweiten Spieler hätte, der die ganze Zeit einfach nur Stats einsammelt. Einfach gar nichts anderes macht, solange er nicht muss, sondern einfach nur daneben sitzt und Stats einsammelt. So, dann rechts sehe ich noch blaue und da oben ist ein blauer. Alles meins. Ja. So, dann hier mal kurz balancieren. Das noch kaputt machen. Und dann muss wohl mal wieder der Hund graben. Nee, ist klar. Warum auch nicht, ne? Okay, wir können uns also auch ohne Hagrid wehren, das ist ganz nett. Ja, der verbotene Wald ist nicht umsonst verboten. So, ganz viele Dinge abschießen. Mal hier Lumos einsetzen. Vespa abschießen. Nochmal abschießen. Und ganz wichtig mal das Nest zerstören. So, da können wir wahrscheinlich gleich wieder buddeln. Möchte ich aber erst gleich im Moment. Erst noch Stats sammeln. Alles meins. Gucken, ob wir noch ein... ja eigentlich gleich noch mal irgendwie eine Möglichkeit kriegen, ein Wappenstück zu finden. Meiner. Okay, wir können aber immer nur 3 Sachen gleichzeitig anwählen zum Anzaubern. Da können wir noch was kaputt machen. Und sonst direkt vor unserer Nase. Da hinten die Blumen und so. Es geht alles noch, aber viel ist nicht mehr. Und natürlich da oben das Spinnennetz kriegen wir noch. Sonst noch was? Die Spinne gibt uns natürlich nur Stats. Wie oft können wir das eigentlich machen? Okay, es gibt nach dem ersten Mal einfach keine Stats mehr. So, Mr. Hund. Ich glaube... Der nächste. Als erstes... Los, komm. So, mit dir... Davon wird auch noch ein bisschen mehr auftauchen, gehe ich fast davon aus. Einfach, weil... Ist halt so. Ja gut, du stehst im Weg. Die netten Stats und alles. Ach nö, wir müssen wieder bauen. Aber erstmal müssen wir kaputt machen. Bevor wir bauen können, machen wir alles kaputt. Ich würde auch sagen, wir machen für heute Schluss. Ich werde in der Zwischenzeit noch ein bisschen was kaputt machen. Und wir sehen uns dann morgen hier wieder im verbotenen Wald. Und bis dahin würde ich sagen, hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns. Bis morgen. Und dann gucken wir mal, was hier im Wasser ist. Ciao.